Was geht ab? Wir sind hier bei Nautica Studios. Zu Gast Dean Jenkins und Bass. So. Die haben hier ein kleines Projekt am Start und dazu werden wir jetzt mal ein paar Fragen stellen. FAQ. Hey Baby, komm, komm, komm. Fleisch, Fleisch. Hey Baby, komm, komm, komm. Fleisch, Fleisch. Du machst mich safe in love. Perplex, ich bin geflasht von dir. Flash von dir, Baby. Hey Baby, Baby, lass uns wackeln, wackeln zum Beat. Komm, lass uns tanzen gehen. Body wie ne Bubble, Bubble, verliebt ist freies Lau. Ich gehör dir heute Nacht. Hey Baby, das ist Fever Love. Nur einen Moment, denn wir sind nicht deep in love. Ich gehör dir okay. Heute Nacht. Alrighty. Frage Nummer 1. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Durch meine Schwester. Ja, sei ehrlich. Okay. Klingt interessant. Nein, ich habe mit 23 Jahren. Ich bin jetzt 27, wenn wir zurückrechnen. Das waren ungefähr 2 Jahre. So fast. Plus minus 5. Ja. Und dann habe ich mir ein Mikrofon gekauft, wollte Mucke machen. Und habe ich die mal Alia geschickt, also seiner Schwester, damit die jemand hört. Und so. Und dann hat Alia gedacht, Mensch, ich hab einen Bruder, der macht auch Musik. Das passt doch. Mal zu. Ja. Und so, ja. Ja, dann habe ich den Song gehört und es war rudimentär, sagen wir so. Aber ich habe sehr viel Potenzial gehört und ich habe gedacht, aus dem jungen Mann, aus dem kann ich was machen. Was ist rudimentär? Ist so, wenn man sagt, so da, so die Grundpfeiler Rudi? Stehen. Ja. Es ist noch nicht fertig. Also gesagt, willst du einfach, Rohbau. Willst einfach auch mal sagen, dass ich auch ein geborenes Talent bin. Ja, du hast auf jeden Fall ein gutes Gefühl dafür. So, das habe ich dann auch gesehen, weil ich bin Talentscout hier du bist in der Region. Genau. Die hat mir das gezeigt. Ich habe es gehört, ich fand es cool und hat den mal eingeladen ins Studio. Also den Check, den du mir geschickt hast. Gesichter hieß der. Der hieß Gesichter, genau. Ja. Da hatten wir Remix gemacht, ne? Quasi. Der ist heute auf YouTube zu sehen und da aus dem Schatten. Das ist der Text 1 zu 1 von Gesicht im ist das, Beat, ja. Guck dir den an. Ja, der hat das auch immer so gemacht, gell? Der hat mir was geschickt und der hat einfach auf 20 Beats denselben fucking Verse gemacht. Aber hat sich immer geil angehört. Ja, aber guck mal, der war nie fertig. So, der hat den Verse gemacht und hat gesagt, oh geil. Und dann hat er einen geileren Beat gefunden und hat gesagt, nein, jetzt mach ich den Verse da drauf. Aber war alle geil. Und dann fand er auch noch geiler. Und ich war voll verwirrt, weil ich kenne das nicht so. Wenn ich was auf dem Beat mache, dann bleibt das da so, weißt du? Und ich war so durcheinander und dann haben wir uns dann irgendwann auf irgendwas geeinigt, haben dann auch ich habe so ein Part da drauf gemacht, aber also die Version, die ist ja nie rausgekommen. Nein. Du hast ich habe den Text auf dem Beat von aus dem Schatten gemacht. Black Ops Spaß gegeben. Ja. Ich kam mit 14 auf die Straße, Augen waren geschlossen. Gibbets waren am Glühen, Alk ist pur geflossen. Ich hab's genossen, denn das Eis hielt mich warm. Es war gefangen in der Traumwelt, als wär es Peter Pan. Es gibt dir nicht die Schuld an meinen Taten, Mama. Denn es sind Geister, die mir folgen und ständig dieselben Fragen. Aber an so vielen Tagen will ich alles vergessen, weil mich Gesichter aus den alten Tagen weiterhin brechen. Ich bin genauso wie mein Vater, brauchst du nicht zu sagen. Denn ich hab dich nie beleidigt und ich hab dich nie geschlagen. Viel passiert in den paar Jahren. Dein Junge ist jetzt groß, Mama. Das hier ist Hip-Hop und Gesichter, lass dich los. Ihr rollt mir Steine in mein Weg, doch bin Athlet und mache Hochsprung. Wie so etwas geht, hab gelebt für das Hochkommen. Couch und ein Mic, das war alles, was ich hatte. Baust du durch mein Life wie ein Penner auf der Happy. Ewig aus der Seite, guter Blick auf das Spiel. Alles schnell geschaut, glaubt ihr eure Lügen nie. Kleiner Junge, zu viel Grips, gib ihm wie der ist Genie. Und jede Line, sie sitzt viel zu tief aus meinem Verlies. Trug ne Sturm in meinem Geist und ein Kampf in meinem Herz. Denn da, wo ich herkomme, cash kein Wert. Und trotzdem auf der Suche nach mehr. Ja, auf der Suche nach wer ich bin. Aber du bist ja, irgendwann haben wir uns ja dann getroffen hier im Studio. Mhm. Ich habe ja 2019 habe ich die Räumlichkeiten hier gemietet, weil ich einfach einen Platz brauchte. Also wir waren auch noch nicht hier, also wir waren auf demselben Flur in einer anderen Einheit. Und da hatte ich auch nur einen Raum, den habe ich untergemietet gehabt. Stimmt. Genau, da waren wir noch durch dieses Büro laufen mussten. Ja, bei diesen Finanzberatung war das. So, und da hatte ich einen Raum, den hatte ich dann gemietet, dann hatte ich irgendwann einen zweiten Raum dazu gemietet, als die anderen Leute dann mit dabei waren, weil Nautica war ja am Anfang, war ja einfach nur ich, wie gesagt, einfach nur, damit ich hier aufnehmen kann, damit ich mein Zeug machen kann.
Und dann, weil ich ein Studio hatte, habe ich halt Leute eingeladen. So, du hast mir ja auch beim Aufbau geholfen. Wir haben die Booth auch zusammengebaut, ne? Ja. Ja, du warst auch da, du bist auch gekommen. So, wir haben dann zusammen aufgebaut und dann kam halt schnell auch die Idee zu sagen, guck mal, warum, wir sind jetzt mehrere Künstler. Wir sind dann auch mehrere Leute im Freundschaftskreis, die da noch mithelfen wollten. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, guck mal, wir bauen uns jetzt hier was auf und machen so eine Connection, dass jeder Künstler quasi aus einem Haus alles produziert bekommt, ja, Videos, Covers, Songwriting, Mixing und Master. Und dann halt haben wir uns zusammengetan, wir waren dann ungefähr 10 Leute. Da war damals, war Alicia noch mit dabei, also Ames hier von Dschungel, ne, weiß Bescheid. Kevin war noch mit dabei. Iso. Donisches Getränk. Iso, ne, Iso, Junge, wie Iso, verstehst du? Genau, die Künstler waren mit dabei. Da war der DJ Keymass war auch noch mit dabei. Der hat überwiegend so ein bisschen beim Songwriting geholfen und viel auch hinter der Kamera gemacht. Du warst mit dabei, du warst eigentlich immer so der Allrounder-Handyman, der mir eigentlich überall... Der Hausmeister von Nautica. Nee. So ungefähr. Der war der Rowdy, warst du. Du warst immer mit auf Tour, so auch beim Videodrehs und so. Ich war das Groupie. Der Hausmeister. Genau. Jones war auch noch mit dabei. So manchmal ein bisschen Künstler, manchmal hier, manchmal da, aber auch öfters hinter der Kamera. Genau. Das hat dann leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, wie das halt so ist. Du hast halt viele Leute, viele Meinungen, viele Richtungen, die jemand gehen will. Vor allen Dingen 10 Personen mit 10 Leben und jeder hat so seine privaten Probleme. Ja. Um es kurz zu machen, so, es war zum falschen Zeitpunkt und es hat nicht so gut geklappt. Ich finde es immer noch schade, aber es war nun mal so. Und dann kam halt so eine längere Zeit. Ne? Und wir haben das, glaube ich, 2,5 bis 2 Jahre haben wir das gemacht. Ja. Ja. Irgendwie so, in diese Richtung. Jahre. Wenn überhaupt. Genau, und dann hat es, wie gesagt, am Ende war dann halt so ein bisschen Streit und dann hatte ich auch erstmal die Schnauze voll und habe dann auch unsere alten Tracks gar nicht mehr gehört, weil wir haben wirklich zu der Zeit richtig geile Tracks gemacht. Also ich habe die Musik gefühlt ohne Ende, so wie, also bis heute war das, glaube ich, so das letzte Mal, dass ich Mucke so gefühlt habe und so Spaß dabei hatte. Wirklich, wo ich einfach aus der Seele raus gemacht habe und nicht so sehr mit Fokus auf Business und vorankommen und hab mich da auch gar nicht verbogen. Ich habe einfach das gemacht, was ich wollte. Ich, und das war, glaube ich, bei den meisten. Irgendwie war das anders. Was denn? Ich finde, seitdem wir so Mucke gemacht haben im Studio, war das für mich nur so auf Dings. Auf was? Auf reich werden. Achso, du wolltest nur Geld. Ja, ich schwör, ich wollte voll Dings, ey. Und dann, als ich gecheckt habe, dass das nicht geht, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich erst aufgehört und jetzt erst so langsam. Wo wir die alten Songs wieder benutzen, kommt das langsam wieder. Ja gut, das waren so Phasen, das ist ja, was ich meine mit der Phase so. Nachdem das alles so ein bisschen kaputt gegangen ist, hatte jeder voneinander irgendwie die Schnauze voll und ich musste auch erstmal meine Runde machen und mich mit allen aussprechen, bevor ich auch wieder die Songs hören konnte. Ich konnte die eine ganz lange Zeit nicht hören, ich hatte gar keinen Bock, weil du hast immer so diese negativen Energien dazu. Ja, die hast du, weißt du, du hörst das und du wirst dann, denkst, oh geil, und dann in den nächsten Moment kriegst du einfach diese scheiß Erinnerung, die Streitereien, die einfach behindert waren, so, weißt du, und als ich mich aber mit allen ausgesprochen habe, so, dann war das auch wieder ein Thema, ich konnte die Songs wieder hören und dann, weil wir viel rumliegen hatten, gell? Aha. Ja, da haben wir dann... Echt eine Menge. Haben wir uns, ja, dann haben wir uns halt dazu entschieden, jetzt mal eine EP zu machen. Endlich, ne? Ja, wird Zeit. Oder wird Zeit. Komm, ja. wir haben so viele Tracks gemacht, so viele Jahre Mucke gemacht und einfach nichts released. Ja, auf, du hast mir bestimmt 200 Songs geschickt. Mehr, aber 100%. Ich habe allein schon letztes Jahr bestimmt, ohne die ich für andere geschrieben habe, bestimmt 60 Songs gemacht. Ja, mehr. Sag ich mindestens. So. Ich habe voll viele, obwohl ich dachte, ich habe nur 3. Nee, du hast schon viele. Ich habe voll viele. Der Ordner auf meiner Festplatte mit deinen Tracks. Ich habe immer nur so 3-4 Stück im Kopf gehabt. Nee. Aber ich wusste, dass ich so viele Sachen fertig habe. Du hast, also ich glaube, bis auf einen anderen Künstler, mit dem ich zusammen produziert habe, ja, hast du die meisten Tracks. 100% aber. Voll, Alter. Dafür, dass du so faul bist, hast du die meisten Tracks.
Ich bin faul, ich bin kreativ in meinem Vorfahren und das dauert halt auch manchmal. Ja, ich glaube, bei dir war ja auch so, du hast bestimmt auch die Schnauze voll gehabt. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ja, so weil irgendwann einfach nur noch war so auf Mainstream-Scheiße. Und ich war, bin ja das geworden, dass ich zu Hause mit einem Besenstiel als Mikrofonständer Mucke mache. Das war geil, einfach zu Hause, wenn ich Bock habe, mache ich einfach irgendwas. Ja, ja. Geil. So, egal wie ob eine Hook und so ein Scheiß und so, wie Fersenanzahl und Bullshit, Kacke. Ja, ich glaube, du bist auch am besten, wenn du für dich daheim alleine bist. Ja, bin ich auch. Yes. Wie seid ihr eigentlich zu dem Namen Yes Sir gekommen? Also wir haben vorher 4-5 Tage locker alles eingegeben bei ChatGPT, was zu gibt. So nennen uns Namen und da kam so Scheiße, gell? Da kam Nexus kam bei ChatGPT. Ja, aber nicht alleine, oder? Da kam das so mit so, keine Ahnung, die ja, Nexus, ChatGPT war immer so krüppelig. So. Nexus war schon cool, fand wir cool. Aber es gibt hier halt irgendwie so eine Rockband, die auch schon bekannt ist, deswegen kannst du nicht bringen. Wenn das irgendjemand wäre, so wie wir, so komplett am Anfang, dann hätte man es machen können, aber auch ja, da. Ne, aber Yes Sir gibt's auch schon. Ja, yes, so 1000 Varianten. Aber genau. Nicht mit umgedrehtem. Also so wie wir es schreiben, so wie wir es schreiben, nicht. Umgedrehtem. So, guck mal, da war ja so. Umgedrehtes. Da habe ich dich eingefangen. Komm, ist gut, Diddy, gell? Genau. Ich kam drauf, weil ich mache das immer so, wenn mir Ideen kommen, dann save ich mir die in meine Notizen. Ja, auch wenn ich Songtitel habe oder einfach eine Idee für einen Song, dann save ich mir den da rein. Ja, du bist so ein Ideen-Messi. Ja, ja, oh, hart, Alter, hart. Also wenn du in meinen Kopf reingehen willst, so Ideen, ich sehe aus wie so eine Animal-Horderin. So die so die Bude voll hat mit Katzenscheiße. So. Nee, guck mal, ich safe mal, ja, weil ich ja 1000 Sachen so gleichzeitig machen will immer. Und ich hatte in meinem Hinterkopf immer die Idee gehabt, eine Klamottenmarke zu machen. Und das kommt aus der Zeit, wo ich halt so mehr esoterisch unterwegs war, so hermetische Gesetze und so weiter. Ich habe auch an meinem Mindset gearbeitet und wollte mehr positive Dinge tun, auch positiv nur denken, alle negativen Gedanken raus, ja. Und ich habe so gedacht, guck mal, yes, sir, das ist ja bejahend einfach so. Was auch immer, alles Gute, was kommt, yes, sir, weißt du. Und das, wir benutzen es ja auch in unserem Sprachgebrauch so. Und dann habe ich gesagt, ja, sollen wir nicht einfach das nehmen? So, ich habe es noch rumliegen. Und dann ging es relativ schnell. So, der hat es gehört, der hat gesagt, ja klar, okay, lass nehmen. Ich muss aber auch sagen... Bei allem, was du machst, was du vorschlägst. Nee, aber guck mal, diesmal, gell, du weißt, ich bin immer voll verkopft. Ja. So, wenn ich irgendwas mache, das muss... Du bist schon lockerer geworden, im Gegensatz zu anderen Projekten. Ja, ja, hart, Alter. Nee, weil das ist so, weil guck mal, wenn das um Kunst geht für mich... Ich bin nicht befriedigt, wenn die Sache keinen Sinn macht für mich. Wirklich, ich bin da sehr, sehr schwierig. Ne? Ist so. Ey, das muss gar nicht. Papplapapp. Ist so. Blödsinn. Ich kenne aber auch für mich. Ich muss überlegen, den Druck, den ich ihm mache, den mache ich mir mal 100. Ja. So. Aber okay, ist ein anderes Thema. Ja. Und diesmal war das einfach so, ich habe einfach gedacht, scheiß drauf. Die Songs, die müssen raus. Warum jetzt hier 17 Tage aufhalten mit irgendeinem fucking... Passt, okay, raus. Track machen wir so, okay, raus. Auch die Videos ist ja auch diesmal... einfach gedreht. Ja, das ist eine andere Herangehensweise. Sonst für mich war immer Video drehen, okay, Storyline, boah, das muss artistic sein, das darf gar nicht so... Ich war sogar überrascht, als ich deine Idee verstanden habe, wo du mir gezeigt hast, wenn wir das machen, dass wir so wenig machen. Ja, ja, du warst froh. Schon froh auch. Pragmatisch. Aber auch überrascht, wenn man sonst kommt so, wir müssen das so machen und dann gehen wir raus und machen draußen so, damit wir reingehen können und so machen können. Ja, ja. Weißt du? Also ich bin da, wie gesagt, sehr verkopft und ich mag die Sachen, wenn die... Ja, kompliziert kann man nicht du sagen. Einfach, das muss schon deep sein. Wie heißt das? Psychisch krank im professionalisiert sein. Das ADHS habe ich. Aber nee, das ist kein ADHS, das ist einfach... Du bist einfach nicht locker in deinem Leben. Nee, du kannst nicht loslassen. Ja, so ungefähr. Nee, nee, das ist auch nie Ruhe. Ist so, Alter. Und diesmal war das einfach so, guck mal, es muss praktisch sein. Und ich habe mittlerweile auch eingesehen, dass diese großen Musikvideos heute niemand mehr interessiert. Die Zeit ist vorbei. Das war unsere Zeit, so Pubertätszeit. Jetzt nicht mehr, Bro. Du hast Social Media, alles muss schnell gehen, alles muss kurz sein. Der Hook muss sofort da sein, sonst weißt du kennst die kleinen Kinder. Junge, die haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 1,7 Sekunden. So, wenn ja, nicht direkt so irgendeine Leuchtfarbe ist und die sitzen und haben Epilepsie, dann wird nur so gemacht. Langweilig, langweilig,
Information, langweilig. Ja, guck mal, früher hat man zum Beispiel die ganzen Alben gehört von den Künstlern. Boah, boah. Heute Spotify, du hörst einen Song, gefällt mir nicht, okay, weiter. Ja, ja. Guck mal, du musst überlegen, als früher ein Album rauskam, ich habe mich mit meinen Leuten getroffen, ja? So, ey, ich habe mich, yeah. ich habe mich, Michi hat mich angerufen und gesagt, Alter, ich habe ein neues Album von Usher. So, boah, ich komm. So. Das zusammen hören. Ja, ey, das ist so. Und dann einfach so 10 Stunden durchgehört. Ja, oder, keine Ahnung, Alter, als ich bei Kevin saß so daheim, hier bei Kevin Rains, Alter, der hat mir neue Mucke gezeigt. Oder bei Kenneth, Alter. Kenneth hat, kam zu mir, weil der hat immer von seiner Mutter so die CDs gekriegt, weil wir hatten viel mit Amis zu tun, ja. Und sein Stiefvater ist auch Ami und der hat die ganzen CDs geholt. Alter, DMX, It's Dark in Hell, Sad, Alter. And Then There Was X, die ganzen Ludacris-Alben. Alter, ich, ohne Kenneth würde ich die Sachen gar nicht kennen. So, der kam so und sagt, Alter, guck mal hier, Slim Shady LP, Alter. Wo wir gesessen haben, when I was just a little baby boy, mama. Alter, ich hab kein Wort verstanden. Das war ja so, oh, war geil. War so asozial, was der eigentlich da gerappt hat. Ich aber, verstehe das heute noch nicht. Ja. Ich auch nicht. Alter, wirklich. Also, früher war Musik ein ganz anderes Erlebnis als heute. Heute ist das... Ja, viel mehr Emotionen. Guck mal, für mich ist das wie so wie ein Junkie, der immer an Stoff kommt. Dann ist der Stoff, bedeutet nichts. So, der ballert sich einen Shot nach dem anderen. Dann wirkt dann irgendwann nicht ja, mehr. Ja, ja. Du merkst nichts mehr. Also, vielleicht sehe ich das auch zu düster so. Vielleicht ist es nur in meiner Bubble. Ich habe auch das Gefühl, als würden die Kids... Denen ist das scheißegal, ob die Musik gut ist. Hauptsache, das ist ein Trend. So, alle machen, weißt du, so dieser Gruppenzwang. Alle machen das, dann mache ich mit. Ja. So, ich sehe das, weil ganz oft, Alter, wenn meine Tochter mir einen Song zeigt, was die so hören. Ja, hör auf, ich höre das. Das ist richtig schlimm. Die hat mir letztes Mal einen Song gezeigt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Da ist einfach so eine Flöte im Hintergrund. Da geht die ganze Zeit so laut, Alter. Weißt du, die fucking Flöte, die hört nicht auf. Weißt du, die geht einfach 3 Minuten lang durch und der Typ, der rappt dagegen an, Alter. Musst du denken, was ist das? Okay, aber ich glaube, das ist bei jeder Generation, die hinterherhängt, ist halt immer das Ding so. Weißt du, bei uns war alles besser. Das ist, wir haben die gute Musik mit. Ja, ja, safe. Aber haben wir auch. Tupac. Safe. Muss man sagen, hey, muss man sagen, wie das ist? Yes, sir. Wobei, Alter, wann bist du geboren? 1997. 97? Bro, da war Tupac schon tot. Was sagst du, Tupac? Ich hab den gehört auch. Der ist 96 geboren. Ich hab den gehört auch. Und ich hab mir Max Herre Album geklaut, wo der MTV Unplugged hatte. Habe ich im Mediamarkt in Trier geklaut. Aber Max Herre war schon fertig. Das war das erste Album, was ich gehört habe. Und dann habe ich mir Sammy Deluxe Album geklaut, das, wo nur das S drauf ist. Das war Dynamite Deluxe. Ich glaube, das erste Solo-Album von dem. Nee, das war Dynamite Deluxe. Oder? Nein, das erste Solo-Album von dem, wo nur dieses goldene S von dem drauf ist. Das heißt einfach Sammy Deluxe. Danach ja, kam Schwarz-Weiß. Ja, das heißt Welches Sammy Deluxe. Danach kam Schwarz-Weiß. Boah, Bro, ich vergesse immer, dass du viel jünger bist als ich. Und dann? Bro, das erste Album, was ich hatte, war Dynamite Deluxe. Nee, die habe ich nicht gehört. Ich habe Sammy Deluxe Solo-Album gehört und Max Herre. Ja, ja, ich glaube, der war auch dann nur alleine drauf. Das waren nur die Producer. Ja, da waren nur ein paar Leute drauf. No. Keine Ahnung, Alter. Krass, wann bist du geboren? Darf man das sagen? Klar, 88. Okay, wir sagen, in der Kindheit hatte ich nicht so viel Möglichkeit, Musik zu hören. Ja. Das war mir verwehrt zu der Zeit. Oh Mensch! Ja, ich hätte ja auch Mucke nur über andere gehört, Alter. Also angefangen war mit Max Herre. Ja. Und Tupac halt im Fernsehen ab und zu. Aber da habe ich halt nichts verstanden, aber zählt eigentlich schon. Ich glaube, Hip-Hop so richtig 8-9 Jahre war ich, wo ich die ersten Sachen so richtig auch selbst gehört habe. So, also DMX auf jeden Fall. Ja, DMX war für mich ein Riesenthema. DMX und Ludacris waren so die ich am meisten gehört habe. Eminem auch, aber Ludacris ist bis heute einer meiner Favorites. Bei mir waren die schon im Fernsehen, die Ami-Rapper. Im TV und so. Bei mir waren die schon alle voll da. Ja, bei mir auch. Nee. Nur ich hab die nicht so wahrgenommen. Ich habe ja keine MTV gehört. So, ich habe keine Mucke gehört. Bro, ich war klein, ich war draußen Fußball spielen, wir haben Lego gespielt. So, ich habe mich nicht hingesetzt und hab MTV gehört, weißt du. Ich habe immer nur Musik gehört. Nee, nee. Immer alleine. Och, man. Och, man. Wie ist eure EP eigentlich entstanden? Wir hatten ganz viele Songs halt. Aus der Nautica-Zeit, ja. Waren wir fertig und haben die einfach, weil wir den verschwenden wollten, auf dem EP gemacht. So die ersten 6, es sind noch mehr, aber die haben so vom Vibe her am besten zusammengepasst. Ja, auch für die Sommerzeit und so mäßig. Ja. Ja, okay, guck mal, die Frage, weil das Ding ist, was ich immer mal wieder mache, ist so, wenn ich zwischendurch nichts zu tun habe, dann gehe ich so in meine Library und ich höre einfach die Songs, die wir gemacht haben, ja.
und ich höre die durch und denke so, Alter, die sind viel zu geil. Und in meinem Kopf fange ich immer direkt an, so zu sagen, oh, die passen voll zusammen und so weiter. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, komm, lass doch einfach. Du kamst eh mit der Idee. Ja, weil ich wollte Songs releasen. Ich will jetzt sowieso ganz viele Songs releasen, weil, guck mal, das Ding war, ich habe jetzt, wie eben schon gesagt, so, guck mal, am Anfang, der Fokus war einfach nur drauf, Mucke zu machen, die wir geil finden, die wir feiern. Und dann kam natürlich immer mehr dazu, dass man sagt, okay, ich will halt auch Erfolg haben. Ich will, dass die Songs Streams haben. Ich will irgendwo hinkommen. Deswegen irgendwann war nur noch Mainstream. Ja. Nur noch. Ja, ja, weil, guck mal, das Ding ist so, guck mal, ich mache seit 20 Jahren Musik. Das hört sich so voll eingebildet an, aber guck mal, rapmäßig gibt es für mich nicht mehr viel zu lernen, so, weil ich habe viel Rap gemacht und, weißt du, ich bin nicht der beste Rapper, aber es gibt da nicht mehr viel, was ich da oben drauf packen kann. Ja? Deswegen kam Gesang mit dazu. So, und dann alles, was ich nicht so gut kann, das reizt mich. Ich fühle mich immer herausgefordert und ich muss besser werden, weißt du? Und vor allen Dingen, wenn ich jemanden neben mir habe, der besser ist als ich, ich muss... Du musst dann nochmal einen drauflegen. Ja, ich fühle mich immer getriggert. Du kannst nicht der zweite Platz sein. Doch, kann ich. Das ist nicht das Problem. Ich bin nicht so, dass ich sagen kann, ich muss die Nummer 1 sein, ich muss jeden dafür auseinandernehmen. Aber du willst. Ich will für mich. Das ist klar, die Competition. Guck mal, sagen wir, wenn wir Competition haben, du spawnst mich an, aber ich will nicht dich runtermachen. Ich will... Dass du wachsen. Hör bist. Genau. Genau. Dann ist man halt immer mehr in dieses Business reingeschlittert und du hast halt auch versucht, Songwriting so zu machen, dass das Mainstream funktioniert. Weil neben dem, was ich ja für mich gemacht habe, habe ich ja auch Songwritings für andere Künstler gemacht. Genau, das ist da eine Apple. Für Johnny Chicago oder wir haben Songwriting Sessions gemacht mit Khaled aus Luxemburg. Okay, genau. So, und da hatte ich eh schon die Connections zu diesem Mainstream und vor allen Dingen EDM, ja. Bei Khaled war es dann mehr mit Afro-Vibes so, aber bei Johnny war es wirklich Pop, EDM. So, und die Mucke, die wir dann nachgemacht haben, war ja auch eher in die Richtung, so EDM-Sachen. Da hast du mich so ein bisschen in die EDM-Richtung gedreht. So ein bisschen. Nein, ich habe nur das war mehr Abtempo. Das war nicht. Alter, du ja, hast keinen einzigen so EDM-Song. Techno. Alter. Nein, gar nicht. Doch, das ist alles Techno. Das ist nur, was du damit verbindest. Aber derzeit hatte ich keinen Bock mehr. Ja, guck mal, wie gesagt, das war so das Ding. Man wollte so ein bisschen ehrgeizig sein und mit dem Business kam dann auch sehr, sehr viel Bullshit. Sehr viel Frustration, weil du hast dann auf einmal einen Rahmen. Der muss da funktionieren. Du musst sellable sein, weißt du, so, du musst dich verkaufen können. Ist so Performance-Scheiß abliefern oder so ganze Zeit. Ja, so, das ist auf so, Level so, sein so ein immer. Getue. Ja? Ich meine, guck mal, Bock, es ist nichts dagegen, dass man sagt, okay, ey, so ist das und Alter, kann sein, dass wir vielleicht einfach nicht gut genug dafür sind. Das kann sein, vielleicht sind wir nicht gut genug dafür und fertig. Das ist in Ordnung, weil sonst wird ja jeder groß werden. Es hat auch seine Zeit gedauert, bis ich das für mich kapiert habe, aber diese ganze Frustration durch das Business, durch auch die Vorangehensweise der Leute, durch wirklich auch diese ekelhaften Charaktere, die dann da nachher durchscheinen, weißt du? Das ist... Ich habe sehr, sehr viele Situationen erlebt, die ekelhaft waren. Die wirklich ekelhaft waren. Ich habe ständig irgendwelche Producer, die mich nicht taggen, obwohl ich geschrieben habe. Ich habe Künstler, für die ich schreibe, die mich nicht taggen. Ich habe Musikvideos umsonst produziert, mit drei von meinem Team mit dahin geholt, umsonst draufgezahlt. Bro, und dann muss ich den Leuten nachher noch sagen, ey, bitte unterschreib diese Vereinbarung, weil du mich nie nennst. Bitte unterschreib sie, sonst kann das Video nicht raus und so weiter. Weißt du, das sind so Situationen, die einfach nerven, weißt du. Klar, auf der anderen Seite, wenn der Künstler, der auf der anderen Seite sitzt, der denkt wahrscheinlich an tausend andere Sachen, außer an mich. Aber ich finde, ich selber persönlich finde das immer eklig, wenn du mir bei was geholfen hast. Dann stelle ich mich nicht dahin und sage, ja, ey, das ist meins.
Habe ich alleine gemacht. Junge, das ist für mich menschlich der ekelhafteste Trade, den du haben kannst. Zu vergessen, wer dir geholfen hat. Weil du musst überlegen, alles, was wir machen, keiner von uns kann die ganzen Sachen, die wir tun müssen, alleine machen. Das geht nicht. Du kannst nicht, weil das ist ein Job für 10 Leute. Du kannst nicht, einer kann das nicht alleine machen. Und dann musst du die Credit geben. Und das macht ja auch so, dass der Haussegen schief hängt, wenn du einfach kein Danke da lässt, Alter. Das ist doch, aber andere Themen, ja. Das ist auch das Einfachste auf der Welt eigentlich, ne? Danke zu einfach sagen. Nur jemanden zu nennen. Ja, oder so einfach, guck mal, Alter, du machst nur ein Ad und dann schreibst du seinen Namen dahin. Schreib dahinter Danke. Eigentlich brauchst du nur die ersten beiden Buchstaben hinzuschreiben. Ja, dann kommt der schon von alleine. Ja, ja. So, das ist doch aber kein Story Thema. Aber Story-Liken ist ja auch schon schwer. Eigentlich nicht, ne? Ja. Ich meine, wenn man das mal vergisst in, weißt du, zwischen all dem Trubel, alles okay. Aber wenn sich das immer wieder wiederholt, dann ist das irgendein Pattern, das, was sich abzeichnet, Alter, dann irgendwann reicht, weißt du, das muss einfach nicht sein. Aber ne, das ist, wie gesagt, das ist halt so eine Sache. Oder, weißt du, ich habe jetzt letztes Jahr, habe ich 13 Songs gemacht mit 5 verschiedenen DJs und ein Song davon ist rausgekommen. Weil ich entweder mich mit den DJs nicht einigen konnte, ja, oder weil natürlich auch einfach kein Label oder kein passendes Label gefunden wurde, um den Song zu releasen, weil EDM, also in den Kreisen, wo ich war, läuft das eigentlich immer so, da release keiner alleine, die machen einen Track, die gucken vorher, okay, Suave zum Beispiel, was für ein Sound macht Suave, dann machen wir das, was die wollen und dann verkaufen wir es da, damit wir Streams bekommen. Das Ding ist, ich hab 13 Tracks gemacht und wie gesagt, einer ist nur davon rausgekommen und vielleicht liegt es auch einfach daran, weil ich die auch selber nicht gefühlt habe. So, weißt du, ich habe versucht, wirklich Erfolg zu haben und das war dann so die Spitze, wo ich gesagt habe, guck mal, jetzt tue ich schon Dinge, die ich nicht hundertprozentig möchte und werde dann trotzdem noch abgefuckt, weil du dann DJs hast, Alter, die schicken dir nicht mal das fucking Master, bevor die da drum schicken, bevor du sagst, ja ey, ist geil, lass mal, weißt du, mach doch mal ein bisschen Mix, meine Stimme hat noch nicht gepasst und so weiter. Da waren Sachen, Alter, das kannst du dir einfach nicht vorstellen, die sind verrückt. Die Leute machen einfach so, das ist wirklich wie so Geier. Das ist wie Leute, die Angst haben, dass man denen zu viel vom Teller holt, Alter. So, Bro, dann hier, hol doch. Nimm doch mein Stück. Ja, ist doch genug für alle da. Ja, nimm doch. Müsste man meinen, ne? Müsste man eigentlich meinen. Und weißt du, wie gesagt, da war so der Peak, wo ich gesagt habe, so, es reicht. Boah, ich hatte gar keinen Spaß mehr an Musik. So gar nicht. Und dann kam so das Ding, ich habe mich mehr besinnt auf die Sachen, die wir vorher gemacht haben, die vorher geil waren und wollte halt dann einfach releasen. Bro, ist mir komplett scheißegal, ob da jemand ist, der das nimmt, ob ein Label nimmt oder nicht, Bro, juckt mich nicht, ist mir scheißegal, mach diesen Track, 50 Plays, ist mir scheißegal, ich will einfach nur auf Spotify sehen, wie dieses kleine Cover da steht 24 und Yes Sir und fertig, ja, ich will einfach meine Songs raushauen. Ich hab Bock drauf. Wir haben viel zu lange gefackelt, klar, ja, da hatte Kevin 100% recht, wir haben zu lange gefackelt, stimmt, mit Sachen zu releasen, 100%, ja. André aber auch, Jones aber auch. Ja, ja. Safe. Zeit. Aber wir haben halt auch keine Werbung gemacht. So gar nicht. Ja. Und unsere Werbung jetzt wird auf jeden Fall viel. Die wird atemberaubend, Leute. Ja, ich rein jetzt so, danke. Entschuldigung. Bias ist viel mehr in TikTok drin als ich, Alter. Ich blick da nicht durch und ich habe auch, ehrlich gesagt, irgendwie innerlich aufgegeben, was sich der Algorithmus alle 24 Stunden ändert, Alter. Ich habe einfach keine Ahnung. So, und der hat jetzt sich damit auseinandergesetzt, hat so einen Plan für uns gemacht. Ich habe dann eher so die Planung umgesetzt, was die Videos angeht, so größtenteils, und so haben wir uns das dann aufgeteilt und es kommt halt jetzt auch sehr viel Werbung in die Richtung, Alter, und ich meine, Musikvideos, Alter, wir haben es diesmal nicht so gemacht, wie gesagt, dass wir das so voll, nee, voll tief angehen. Wir haben auf TikTok hoch, ja. Komplett. Guck mal, jetzt, wir haben jetzt hier einfach Greenscreen-Videos gemacht, so wie die Blackbox-Bars, nur mit halt einem anderen Hintergrund, und es ging uns da überwiegend einfach nur darum, dass die Leute uns kennenlernen, dass sie unsere Vibe mitkriegen, wie wir auch persönlich miteinander sind, so einfach nur immer Blödsinn machen, immer dummen Scheiß reden und lachen. So, und ich glaube, gerade bei Flash und bei Bubble kriegt man das schon gut mit. So. Ja, bei Flash am meisten. Ja, ja, Flash ist ja. Auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall cool damit. Aber apropos Videos, wie kamt ihr eigentlich darauf, für jeden Song ein Video zu machen? War seine Idee. Okay, nächste Frage. Ja. Nee, das, Alter, also ist ganz einfach, wie gesagt, diese ganze Single-Markt. Ja, wir brauchen ja quasi für jedes Single im Endeffekt irgendwas, was wir präsentieren können. Dann habe ich gesagt, komm, dann lass uns einfach Videos machen und wir wollen sowieso die EP releasen, weil normalerweise heutzutage ist es ja in den meisten Fällen so, ich habe kein Album, bis ein Song ballert, dann hast du auf einmal ein Album. Das heißt, eigentlich macht trotzdem jeder ein Album,
sagt aber Single, Single, Single. Und wenn ein Song ballert, dann sage ich, ich habe ein Album, dann kommt im nächsten Monat raus. Haben wir nicht so gemacht. Weil wir nicht released haben. Ja, wir haben ja nichts released und wir haben ja noch kein. Vielleicht können wir das bei der nächsten so machen. So. Keine Ahnung. Aber das Ding ist. Was bei der nächsten? Du hast gespoilert. Ja, aber guck mal, da kommt ja mein Autismus wieder mit durch. Weil guck mal, wir haben ja trotzdem das ganze Ding durchgezogen mit den Farben von dem Cover und so weiter. Ja. Ja, wir haben ja trotzdem eine rote Linie. So. Ja. Ist ein Album. Ist eine EP. EP. Für ein Album, so gut. Für ein Album fehlt noch ein Song. Okay, war das echt? Jetzt? Sieben. Ne, acht. Ich glaube, sieben oder so. Ja. Keine Ahnung. Das war die Antwort, glaube ich. Okay. Nehmen wir. War das jetzt gerade wirklich gespoilert mit mehr Projekte oder war das jetzt einfach nur so dahergesagt? Eventuell, ey. Guck mal, das Ding ist, der vergisst auch immer die Arbeit, die dazu gemacht werden muss, gell? Die Songs sind ja da. Ja, yeah, genau. Ist immer bei dem so, ja, wir müssen ja nur noch mixen. Wir müssen nur ein kleines Video machen. So, ja. Weil meint er, ja, du musst ja nur noch mixen. Ja, ja. Guck, du musst ja nur noch Video drehen. Ja, weil ich arbeite hier in der Spielhalle. Verwerbung. Und wenn er rauskommt, dann bist du schon gefeuert. Nee, Staff. Oh, Glücksspielwerbung ist verboten. War ein Spaß. Trierer Straße 34, nicht 39. So. Wo waren wir? Ja, also, wir haben auf jeden Fall noch Songs fertig. Ach so, das so die richtigen Bretter, wo die Leute auf Maul kriegen, so richtig, wo wir rausteilen und so rappen und so machen wir richtig. Ja, aber jetzt ist ja schon. Songnamen also, schon? Wie bitte? Könnt ihr ein paar Songnamen? Ja. Nennen? Boah, das würde ich lieber nicht machen, weil wenn die Songs nicht rauskommen, dann stehen wir hier wie so. Oh yeah, Trottel, kommt Alter. Raus, mit dir oder ohne dich. Die Fickmütter, kleine Wichser müssen mich jetzt Daddy nennen. Pack den Sack auf den Tisch, erschrecke Mannequins. Many men gehen lost in diesem Hurricane. Also was willst du, kleine Junge, von diesem Action-Man? Deluxe wird's nur, wenn man auf die Fontanelle boxt. Ich rette Wellenhock, es regnet Schellen voll. Versi, ich ficke diese Szene aus vom Flugplatz. Das soll er so mir shit, als wär ich Tupac. Mir scheißegal, was du machst, aber ich hab meine Pläne schon geschmiedet. Während ich hier mit dem Shit schon Geld verdiene, machst du miese Dicker. Ja, okay. Ja, ist dann ja und wer mixt die und wer macht die Videos? Die sind ja schon dann macht er, ja. Ich gebe dir 125 Euro, dann ist halt okay. Ja, aber der, ich glaube, so wie ich den kenne, der stellt einfach sein Handy hin, der performt und dann wartet. Der macht so einen TikTok-Tanz. Das hat er nicht. Wenn, ja, jucken, immer Bauchtanz. Wenn jucken hat, ob du eine geile Kameraführung hast in deinen Videos. Scheiß drauf geschissen, Alter. Ja, ich wir weiß. Sind nur keine Stars, wir laden auf Video, genau, TikTok direkt fertig. Nicht, wenn man deine Stimme auch nicht hört. Okay. Ja, juckt mich nicht. Ja, mich auch nicht. Zeigen braucht man auch nicht. Ich höre die Songs ja nur wegen den Instrumenten. Nee, ich glaube, guck mal, es ist davon abhängig, was also jetzt in nächster Zeit nicht, nach der Dings jetzt erstmal. Direkt nicht. Nein, nicht sofort. Also, aber guck mal, es kommt drauf an, worauf wir Bock haben willst. Ja, wenn wir Bock haben, die alten einen noch rauszuhauen, dann, ja. Aber ich glaube auch, die nächste EP wird nicht in diesem Stil sein. Das wird, das da ist ja alles so Sommer, Mainstream und sehr poppig angehaucht, Alter. Die Tracks, die wir noch rumliegen haben, die geht eher Hip-Hop oder die und hart vor, auf die Fresse. So. Also so Rap? Ja, ja. Deutschrap? Ich auf ja, Mann, ja. Brutal, aber. Finde ich gut. Ich mag das sowieso, wenn du auf Deutsch rappst. Ich finde das brutal. Ja. Du hast noch so das fette halt alte Jake, Songs. Ja. Die müsstest du eigentlich mal so ein paar aufarbeiten. Ja, aber die meisten sind nicht mehr zeitgemäß. So. Egal. Oder sind okay, ich release die einfach. Ich sag für Erik. Ja. Yeah. Für meine Homies. Nee, also, ja. Sollten wir machen. Also ist auf jeden Fall noch genug Material da. Wir gucken, was sich ergibt, Alter. Und wie es auch zeitmäßig. Das fange ich auch erstmal an mit Schlager. Kann ich mir bei dir vorstellen. Ich kann anders. So war doch. Doch, kann ich mir voll vorstellen. Ich guck mal, ich habe jetzt schon in meinem Kopf komplette Image für dich fertig. Wildecker Herzbuben, der dritte, Alter. Das ist der verlorene Bruder, der kommt, der trifft mit dir. Das ist der Diddy Silbereisen. Ja. Ja, was bedeuten euch die Tracks auf der EP? Also nicht so viel wie dir wahrscheinlich. Oder auf die meisten. Was also ihr für euch Flash, fühlt, gegenseitig. Fever Love? Nee. Wieder zählt. Fever Love, ja, ich wollte gerade so Flash 1 Bubble haben wir zusammen gemacht und dann so wollte ich so überspringen. Achso, also das ist so wie, weißt du, Januar, Februar, März, ja. Weißt du, wo du dann genau. Mit 31 Tage hast. Ja, da war ich auch mal so den Knöchel. Ich denke in Bildern. Fever Love bin ich draufgesprungen. Der war fertig. Ja, ja. Ich habe mir den Vers übernommen. Ja, okay, pass auf. Was heißt viel bedeuten? Songs wie Flash, Bubble und Fever Love, also alles, was so Uptempo, Funny Vibe ist, so glücklich,
muss ich sagen, bedeuten mir generell nie so viel wie die traurigen Songs. Übertrieben zum Beispiel. Die anderen Songs, die sind ja eher auch in der Zeit aufgenommen, wo wir schon so in dem Dings waren, ja, mit Mainstream. Power nach vorne. Und wir wurden schon ein paar Mal verarscht von den Leuten, wo wir Videos gedreht haben und so. Und die dann nichts mehr gemacht haben, wo ich schon eigentlich gar keinen Bock mehr hatte. Ja. Also, ja. Deswegen, ich glaube, das ist einfach dem Umstand geschuldet. Ja, und vor allen Dingen, guck mal, die geilsten Songs, die wir ja privat hören, das sind Songs wie Down oder Pandora oder sowas, so die wirklich deep sind, die so ins Herz gehen. Ja, die sind halt nur da, weil die da sind, gell? Ja, ja. So mehr, also, ja. Klingt doof, aber für mich ist das nicht mehr. Die sind halt da. Ja, das ist gut. Außer übertrieben. Ich meine, was soll dir Flash dann auch bedeuten? Du hast ja keine tiefere Connection dazu. Ich hatte auch nicht so oberflächliche Songs eigentlich gemacht. Ja, ja. Ich glaube, das ist einfach nur aus der guten Emotion rausgekommen. Ja, ja. Es war einfach so, okay, lass mal ein bisschen was Abtempo machen, fertig. Und guck mal, Flash war ja aus der Zeit von Rado noch. Und was ich mit Chris damals gemacht habe, hatte ich ja mit ihm geschrieben. Ja, da sind auch sehr krasse Songs entstanden. Ja. In meiner Bitch trägt Chrom. Meine Wrist nur Chrom. Du machst auch jetzt den Chrom. Lächeln ist Silber, Schweigen ist Gold. Bitch wird behindert from Blunt and ich roll. Bitch nennt mich Simba, bin König der Bros. Bitch krieg Grafiki, ihr Fetisch ist Chrome. Bitch bin ein Beast, Maschine wie Transformer. Bitch ist verliebt, sie bedient mein Controller. Bitch go to sleep, ist Routine bis Game Over. Gehst in die Knie, weil der Penis ist zu dober. Schade, dass das nie öffentlich gegangen ist. Ich glaube, da hat er zu lange gefackelt. Aber Chris wollte ja keine Mucke mehr machen und ich habe dann zu ihm gesagt, ey komm, dann lass mich die Sachen benutzen, ich gebe dir den Credit natürlich. Und er hat auch kein Problem damit, so was denn passiert wenigstens irgendwas mit den Sachen. Ja, zu schade, die liegen zu lassen. Ja, ja, safe. Also wir haben da auch noch ein paar Diamanten rumliegen, die man safe noch irgendwie verwerten muss. Oh, ja. Diamanten, ey. Ob das Granit gebrannt ist. Ja. Ja, also. Hör auf, Alter. Was? Du Spasti. Ja, nee. Keine Ahnung. Also Flash war auf jeden Fall aus der Zeit. Fever Love war auch aus der Zeit. Und zusammengeschrieben haben wir... Ey, ich habe mich voll dahin gerotzt. Wenn man das sieht, muss das rausschneiden. Nee, ich war da drin. Young Mother haben wir zusammengeschrieben. Und In My Mind war halt so, wie gesagt, der erste Track, den wir hier im Studio geschrieben haben, zusammen mit Jones. Doch, In My Mind und übertrieben sind die Songs, wo man sagt, so, da ist schon ein bisschen... Ja, ja, also da, ich habe da auch mehr Connection dazu. Ja. Gerade weil In My Mind ist der erste, den wir hier aufgenommen haben im Studio. Ja. Drüben noch. Ja. Und ja, übertrieben. Auch schon, weil es ja eine wahre Geschichte. Ja, und vor allen Dingen übertrieben haben wir auch hart gefühlt. Ich weiß noch, als wir den hier geschrieben haben, wir wussten da direkt, okay, das ist echt ein starker Song. So. Das ist auch einer meiner Lieblingssongs, so generell von uns oder auch wo ich mitgearbeitet habe. Übertrieben ist da einer. Könnt ihr euch noch an eure erste Veröffentlichung erinnern, welcher Song das war und wie habt ihr euch bis heute weiterentwickelt? Also du meinst unsere oder jeder Einzelne? Jeder Einzelne und euer erster Song. Und zusammen. Das war Leben. Mein erstes war Leben. Also zusammen, ja. Das war Leben. Auch alleine. Von mir alleine. Leben. Das erste. Der Junge von unten steigt hoch und zeigt euch jetzt mal, wie das hier geht. Ich nutze die Wunden für das, was ich hab und geht aufs System. Nein, drücke mich nicht. Nutz, was ich hab. Der Junge fängt gerade erst zu jagen an und ist noch lange nicht satt. Oft muss ich anhören, wie sie zu mir sagen, ich schaffe das nicht. Nur weil ich ab und zu mal stoned bin, Digga, denkst du, ich schaffe ihn nicht. Will deine Fresse nicht sehen, viele Leute gegangen, wenn sie. Kommende Phase wird mich, kommende Phase wird mich. Boah, krass. Das allererste. Aber nee, eigentlich Gesichter, noch bevor wir das Studio hatten. Da habe ich immer auf YouTube hochgeladen und dann Streamer. Twitch-Streamer bewerten lassen. Ja, genau. Da, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich habe letztes Mal geguckt, so aus Spaß, ob noch unter meinem alten Namen, aber gibt es nicht mehr. Nee. Boah, Alter, also meinst du mein erstes, was ich als allererstes hochgeladen habe? 112, Alter. Einfach auf Spotify. Okay, Spotify ist der erste. Bei YouTube, das ist ja 1000 Jahre her. Der erste von mir, also der erste Solo-Track bei mir war Set Me Free. I'm sick of this back and forth. Are you listening? I am not a dog. Goddamn bitch, stop whistling. Ready to rumble and rip it apart.
Ende ist heaven, nur leaving the mark. Won't be happy, missing your love. No, it's heavy, last resort. It's all left the bottom, baby, I'm still in love. But fuck it, I should be cutting your strings, cause I'm tired of being your puppet. Now it's bottle left the bottom, baby, I've had enough. But I'm still in love, wow, baby. Echt? Vielleicht sogar Set Me Free oder Vierte Art. Das kann, ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher von denen. Vierte Art war ganz was davor. Aber guck mal, das war ja. Das war auch schon 8-9 Jahre her, oder? Das war ja. Aber guck mal, der Vierte Art war auch unter Bobby Mercy, glaube ich. Was ist denn das? Vierte Art. Das war dieses. Du bist meine vierte Art. Ja, ja. Dieser ganz weirde Style, Alter. Ich kann, guck mal, das habe ich damals gemacht mit jemandem, der. Die eher EDM gemacht haben und ich hab halt. Mit unter deinem anderen Namen? Ich glaube, Bobby Mercury oder wie Bobby Mercy. Ja, siehst du, Freddie Mercury? Nein, guck mal, das war ja auch das Thema so. Weil, guck mal, das Blöde ist ja, weil, wenn ich Deutsch und Englisch mache, und ich mache Deutsch und ich bin auf Deutsch Dean Jenkins oder auch auf Englisch Dean Jenkins und ich mache dann eine andere Sprache, das macht Mercy, den Algorithmus Alter. Kaputt. Es gibt. Ja, Snoop, und ich hatte EDM Dog, gemacht. Der hat ja auch Snoop Lion gemacht, wo der die ganzen. Genau. Weil das auch unter einem anderen Genre ist und so weiter. Und genau. Ich hatte mich am Anfang auch echt ein bisschen geschämt zu sagen, ey, guck, ich wollte so secretly machen, so EDM, so voll die Hardcore-poppigen Nummern so. Und also wollte mein Gesicht auch nicht aufkleben und so, keiner genau. weiß, wer du bist. Genau, weil das Ding so, Bobby Mercury das interessiert in ja bei den DJ-Acts ja auch keinen Sau, wer das singt. Ja. Stell irgendein DJ dahinter so, das steht und ein bisschen Show macht, das reicht, Alter. Und deswegen hatte ich ja Bobby Mercy gemacht. Das war so der Kompromiss, aber war halt auch nichts Halbes, nichts Ganzes, so. Wie viele Songs hast du darunter released? Das war auch nicht viel, ne? Zwei, glaube ich. Weil guck mal, auf YouTube hab ich ja schon früher, wenn das gezählt werden soll. Hast du dieses Two Worlds Album auf YouTube gehabt? Ja, ja, genau. Das ja. War, ich glaube, das war Drunk. Das hat Aliyah. Love Drunk ist nie rausgekommen. Aliyah hat mir die CD von Two Worlds mit nach in die Schule gebracht. Das war meine erstes Mixtape. Two Worlds, Alter. Krass. Ich hab's auf privat gestellt. Dass das keiner mehr mitkriegt. Da hatte ich auch mein erstes Musikvideo gemacht, hier, den Song für meinen Vater da. Wo du in der Stadt warst. Wo du in der Stadt warst. Wo du in den Bus reinsteigst. Boah, kann das Top, Alter. Also, du auch bei Miss Sporty da vorbeigegangen bist, ne? Weißt du, musst überlegen, guck mal. Weißt du, wie ich das gedreht habe? Ich habe damals mit Georgi zusammen gewohnt. Bro, ich hatte das Geld, was ich für die Kaution geben musste, habe ich geholt, bin in Mediamarkt gegangen. Ne, in Saturn, nicht im Mediamarkt. Ich hoffe, ich werde nicht hier deswegen gefickt, Alter. Ja, Jahre, guck mal. Pass auf, ich gehe da hin, ich kaufe mir eine Sony-Kamera, also so eine Handheld-Kamera, ne? Ich kaufe die für, ich glaube, 800 Euro. Das war meine Kaution. Hätte ich einen Kratzer reingemacht, hätte das Geld nicht zurückgekriegt, ich wäre kaputt. Ich kann direkt wieder ausziehen. Und ich konnte ja nirgendwo hin. So. Und ich hab die geholt, war so vorsichtig, ich habe das Video gedreht, ich habe die wieder eingepackt, habe die zurückgebracht. Und ich hab mein Geld wieder zurückgekriegt. Schon verjährt. War harter Gamble, Alter. Ja, so. 10 Jahre ist noch ein. Und dann hatten wir es geschnitten und ich war ja voll stolz darauf. So. Ja, das war zu der Zeit, weil ich hatte dann wieder Kontakt mit meinem Vater. So, was heißt wieder? Das erste Mal eigentlich. Und ich wollte das so für mich auch besiegeln und hab einen Song drüber geschrieben und hab dann einfach gesagt, okay, das ist so das Richtige, das zu machen, ja. Aber ich hab das mit heute. Mit diesem billigen Lichter-Effekt von der Wand, Alter. Ja, Alter. Guck mal, ich wusste. Geht so zum Bus? Ich wusste ja nicht besser, Alter. So, ich hatte keine anderen Möglichkeiten. Ich will gerne wissen, wie deine Videos aussehen würden, wenn du mich nicht hättest, Alter. So voll viele Filter drauf. Obwohl heute mit TikTok, der wird einfach nur Klitsche reinknallen die ganze Zeit. Ja, der wird so einen TikTok-Tanz machen. Nee. Doch. Nee. Doch, und ein bisschen Brust zeigen. Tanzen wird bisschen hinter mit dem String. Ich werde die Songs, die auf die EP kommen, niemals live performen. Doch. Nein. Aber nein. Hast du doch schon, Schwätzer. Ne, wo? Bei Mondo. Wo habe ich da... Bei Mondo, ich blende das ein. Übertrieben habe ich gemacht. Nee. Wir haben aber Flash gemacht. Ja, da stehe ich wie so ein Vollopfer. Wir haben auch Fever Love gemacht. Wir haben fast alle Songs da gemacht. Ja, dann blendet ihr das ein jetzt hier. Ja. Dann seht ihr auch, warum ich die Scheiße nicht nochmal live machen werde. So. Bist du ready, Bersi? Ich muss den ersten Satz noch schreiben. Bist du krass? Wir trinken noch gerade was. Wir müssen so eine professionelle Probe machen. So ein... Du bist bei 30. Mach dein Mikrofon weg, wenn du sagst, ich muss doch gerade die erste Zeit. Haben wir das gehört, oder? Nee. Ich bin
Da ist schon der Charlie Harper. Mit wem? Fliegen weg, ich will den Grammy grad nicht sehen. Baby, komm, wir fliegen weg, ich will den Grammy grad nicht sehen. Will doch einfach nur hier raus und sehen, wie schön es ist. Baby, let's go, lass uns fliegen gehen. Sind on the road, dirty da papa. Brauchst du den Scheiß nicht geben, weil jeder schon weiß, dass der Scheiß und ich geh. Baby, lass weg, denn ich sag dir, das alles hier macht doch keinen Sinn. Fühl, dass es dir wieder gut geht, dass es dir gut geht. Wieder wahr, bin wieder back im Game. Baby, bald wird es uns besser gehen. Oh. Wieder wahr, auf guten Schlafen bin jetzt wahr. Hey! Ich will den Kram hier grad nicht sehen. Will doch einfach nur hier raus und sehen, wie schön es ist. Let's go, lass uns fliegen gehen. Sind on the road, da-di-da-ba-boom. Bitte schön, danke schön. Alright, hey, aber guck mal. Also anscheinend gefällt es den Leuten. Ist auch ein gutes Lied. Ja. Wenn man den Text dann auch kann. Ja. Dann ist das gut, ne? Ich glaube, ich habe dich ein bisschen irritiert mit meinen Adlibs, ne? Ja, hast du auch. Ja, also das erschreckt so, ne? Liegt alles nur an dem. Warst du voll drin? Voice Crack des Todes, Alter. Ja, korrekt. So, sind wir jetzt fertig. So, Fazit. Was sagt ihr von der Performance? Am Anfang haben wir ja ein bisschen verkackt, so Text. Guck mal, wenn man schwach anfängt, kann man auch stark nachlassen. Kann man danach. Ich sag mal so, jeder muss wissen, wie viel Übung er in seine Performance reinsteckt. Warte, und jetzt kann man auf ihn jetzt angreifen oder was? Sollen wir uns boxen gehen hinterm Container oder wo? Hinterm Content. Ich hab nicht meinen Namen genannt. Ja. Also. Der hat so verstohlen. Ich hab nicht deinen Namen genannt, ich hab nur mit dem Finger auf dich gezeigt. So. Nee, ganz, aber wenn man schlecht anfängt, kann man nur besser werden. Wenn man schlecht anfängt, kann man nur besser werden. Das kann ich ja bei mir selber aussehen. Guck mal, ich kann einen kleinen Tipp geben, das passiert dem Besten. War schon ein Frontdatter. War mir auch egal, ich finde, wir haben da doch gut runtergespielt. Hey, weißt du, was das Problem war? War eh egal. Guck mal, ich konnte die Texte richtig krass, gell? Einfach weg. Nein. Wir machen das bestimmt nochmal live. Nee, doch. Ja, Backplay. Na, guck mal, auch performancemäßig, ne? Der will ja nie performen so. Nee, der wird am liebsten auf dem Stuhl sitzen und nichts machen. Ja, ein Spotlight, immer das diese Kneipen. Sag mal, das ist ja, und mein dann noch so eine Zigarette. Ja, ja. Zigarette an und dann so der nur Lonely Rider. Nur die Silhouette. So. Ja, sieht man. Das ist mein Style, das ist meine Performance. Yeah. Ja. Ich kann mich wissen auf die Straße, aber war nicht geschlossen. Sie wissen, wann am Glück in einem Kuchen geflossen. Ich hab's genossen, denn ich hätte sie nicht warm. Ich war gefangen in der Traumwelt, als wär's Peter Pan. Ich geb dir nicht die Schuld an meinen Taten. Dass diese Geister mir folgen und ständig dieselben Fragen. Aber ich muss sagen, diesmal hat er performt. Ja, ich hab das so von dem noch nie gesehen. Also wenn man mal Bubble anguckt oder vor allem auch Fieberlauf, Young Mother jetzt auch, haben wir jetzt gestern noch gedreht. Der tanzt. Ja, für mich sieht aus wie voll der größte Spaß hier. Ich schwöre, aber sieht authentisch aus. Ja, finde ich auch. Also ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Finde ich gut. Also wenn man euch so persönlich kennt, ist... Komm mal, schmunzeln. Ich gehe ja immer hin und schicke so ein paar Leuten durch, so Qualitätskontrolle machen, ja? Und jeder hat gesagt, das ist sehr sympathisch. Das weil ich so Faxen mache. Ja, weil das nicht so steif ist, so krüppelig. Ich tanze. Nein, aber Alter, ich finde, zwischendurch sind da schon ein paar Moves dabei, die können sich sehen lassen. So ist nett. Muss nicht verstecken. Nee, also ich... Wirklich. Ja. Fand ich gut. Super. Guck mal, wie das schämt. Der will gar nicht, dass die Leute das sehen. Guck mal, bei Fieberlauf war das. Bei Flash, wo wir die Videos von Flash gemacht haben und das Resultat gesehen haben, war ich kurz davor zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf das ganze Projekt. Ich hatte so keinen Bock mehr. Ich war richtig abgefuckt, weil ich keinen Bock hatte, mich so zu sehen. Aber war gut. Ja. Wurde auch danach noch besser. Muss man sagen. Und ich denke, wenn wir jetzt mit den Songs auf die Bühne gehen, würde das auch anders aussehen. Sofern du natürlich deinen Text Sofern ich meinen Hocker mitholen darf. Und bevor mich dir Flash. Ich mach die nicht. Ja, wir gucken mal. Vielleicht gehen wir mal. Vielleicht testen wir nochmal in einem kleinen Rahmen irgendwo so. Geld Alter, guck mal, jetzt haben wir eine komplette EP. Das wäre richtig geil. Ja, super. So, ey.
heute, stell dir vor, wie du sagst, heute Abend, weißt dann du, sollen die, dann sollen die damit geht ihr auf Tour. Für die, dann will ich von den Veranstaltern, ja. Dann will ich von den Veranstaltern 3000 Euro, damit ich Stadtlife mache. So viel Geld kann mir keiner geben. Alter, echt? Und wenn? Inshallah. Und wenn? Echt? Willst du echt nie wieder auf die Bühne gehen? Also nicht mit den Songs. Warum nicht? Warum? Die sind krass. Ja. Nee, was ist los mit dir? Der fühlt sich nicht wohl, die zu performen. Ey, ich... Ja. Ich weil die Leute denken, du machst das dann auch. Wie? Glaub mir, ich krieg den eh dazu, dass er mit mir auf die Bühne geht. Also live ist noch nicht beantwortbar. Nicht. Doch, ist beantwortbar, aber ich das nicht machen. Also. Glaub mir, ich weiß eh, was ich dir sagen muss, weil wie die, um dir das schmackhaft zu machen, das ist ja nein. Ich regel. Ja. Du bist der Kunst, du bist der Meister der Verwirrung. Der Verwirrung, genau. Du selber nachher nicht, selbst ich war jetzt verwirrt. Warum du überhaupt Musik machst. Ja. Der macht dann einfach. Nee, der sagt dann zwei, dreimal, das ist voll krass. Und dann denkst du, okay. Nee, ich muss einfach nur öffentlich so ein bisschen gut reden, so motivieren. Ich glaube, ja. Dann ist der im Stand. Meinst du? Ey. Ja, okay, komm. Ja, genau so. Das soll ich so mit sein. Ja. Was ist euch aus der ganzen Zeit von der Entstehung von Nautica bis heute am meisten im Kopf geblieben? Oder was hat euch irgendwas geprägt in der Zeit? Oder was konntet ihr daraus lernen? Also ich auf jeden Fall nicht mehr so Mainstream-Mucke machen will. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Wenn ich Mucke mache, dann will ich drauf scheißen, ob wie viele Hooks da drin sind. Oder ob das langweilig wirkt für die Zuhörer. Ich mache einfach. Und wenn das fertig ist, direkt hochladen, damit nicht genug Zeit ist, um zu überlegen, ob es kacke oder geil ist. Direkt weg einfach. Ja, okay, das kann ich nicht, weil guck mal, ich sitze ja immer mehrere Tage für den Mix und den Master. Ja. Für dich ist das ja, du kriegst ja immer nur die fertigen Sachen vorgelegt. Und dann hört ihr den nicht mal, gell? Ich schick dem, sag, Bro, hör mal bitte, hier ist der erste Master, check mal ab. Guck mal. Weil damit er mir auch sagen kann, okay, nee, mach das da bitte noch anders. Ich sag, hast du gehört? Ja, ich hab noch gar nicht runtergelassen. Ey, guck mal. Ja, korrekt. Das war einmal. Sonst schickst du die Sachen. Da sitzen die Leute nee, in der Spielung. Nee, bei übertrieben hast du, glaub ich, nichts gesagt. Die Leute sitzen in der Spielung, verlieren ihre Existenz. Der schickt mir ein Lied. Der schickt mir ein Musikdingsbums und sagt, ey, hör mal. Ich so, boah, ich bin am Arbeiten. Normal. Was machst du? Hör mal. Guck mal, der ist am Arbeiten. Der sitzt den ganzen Tag da vorne. Ja, ich kann da doch nicht einfach Musik und, hören. Und ist Snickers und Pumpe in der keine, Nase. Ich kann doch nicht einfach... Hast du keine Kopfhörer? Guck mal, nee. Du hast 8 Stunden da. Ich will doch keine... Weißt du, was wir machen jetzt als Versprechen? Wenn wir genug Streams haben, bitte streamt die Songs. Streamt, um es mit Geld damit kriegen für Mädchen. Damit ich Kopfhörer kaufen kann. Ja, aber ich schließe mich dem an. So. Ich glaube, das ist so der... Aber nur noch das machen, was man machen will, Alter. Das ist, ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe. Kommt auf den Punkt, ja. Ich glaube, da kommt auch am besten. Ja. Ist nichts gezwungen. Ja, und alle Leute, die was erreicht haben, sagen immer, wenn man Spaß dabei hat, wird man reich. Ja, das kommt von alleine. Wenn die das sagen, muss irgendwas dran sein. Ja, gut. Weil der ist nur nach Geld. Geld. Ja, aber will kein Mädchen. Geld ist geil. Ich will Leute dafür bezahlen, die meine Arbeit machen. So ein Ding ist das. Ist mir egal, was die Leute denken gerade. So bin ich. So möchte ich mich preisgeben auch. Ja, ist ja okay. Finde ich gut. Ich finde auch gut, dass du dich auch nicht schämst dafür. Nee, ich bin da ehrlich. So, du bist ja, also wenn man. Ich mache das heute auch schon Tage schon so. Ja. Ich frage mal, doch. So. Kein Problem. Ja, ist ja gut. Habt ihr mit anderen Künstlern oder Produzenten an der EP gearbeitet? Wenn ja, wer war das? Und wie war die Arbeit? So, Zusammenarbeit war ja in dem Sinne halt jetzt mit Producern nicht, weil wir ja Beats von Beatstars holen, so von irgendwelchen Internetproducern. Mit Lizenz kaufen. Und die einzige Feature, was wir halt haben auf dem Album, ist halt Jones plus halt ein paar Adlibs von Ames. Ja, sonst haben wir eigentlich, wir haben eigentlich schon mit Flo gearbeitet, weil die Songs haben ja gestanden. Was ich jetzt die letzten Monate lang gemacht habe, war einfach, dass ich habe Flo kommen lassen, also DJ Keymass, und habe einfach mit ihm die Sachen finalisiert. Aber ich würde sagen, dass wir den Herr Keymass ja einfach dazu holen. Ist der etwa hier? Was? Oh, oh nein! Gott. Das ist aber eine gute Idee! So, ja, ich würde sagen, wir holen den Herrn Keymass mit dabei. Also, so, komm rein in die Bude. Riesen Applaus für den DJ Keymass. Mashallah! Kommst du rein, Freund? Inshallah, ich bete für dich. Komm, ich mach dir ein bisschen Platz. Stellen Sie sich mal vor. Ja. Stell dich mal vor. Flo, meine Damen und Herren. Ja, ich bin DJ Keymass. Oder einfach Flo. Hi Flo. FL Studio Flo. Wisst ihr, man hat ja einen Künstlernamen. Ich bin ja ursprünglich auch Musiker. Hab vor 16 Jahren etwa mit Schlagzeug angefangen. Dann kam ein bisschen Keyboard, Piano dazu und zuletzt auch Gitarre. 2013 war ich noch ziemlich gut. Berufsschule in Bitburg hier.
Mittagspause, es gab in der Kantine Essen. Und auf einmal kommt der hier so von der Seite. Ey, yo, Alter, ich mach Musik, Alter, hast du Bock, Alter? Ich vergesse das nie. Und ich erzähl doch, der ist gestern gewesen. Und ich hab mir nur gedacht, so, yo, Alter, aber okay, lass mal erzählen. Du warst tolerant. Erstmal habe ich mich gewundert, dass du wusstest, dass ich in der Schulband bin, weil so viel hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ein oder zwei Auftritte höchstens. Irgendeiner hat mir das auch gesagt. So kam einer auf mich zu, weil die haben mitgekriegt, dass ich Musik mache. Und dann gesagt, ja, komm mal, red doch mal mit dem. Und dann habe ich dich da gesehen mit deinem Ziegenbart. Dann, nee, damals hatte ich noch kein Ziegenbart. Du hast aber so ein bisschen hier. Ist das noch derselbe? Der war nicht so lang. Nee. Warte mal, 2013, doch, Ende 2013. Ist das du hast schon Haare im Gesicht. Ende 2013 habe ich mit dem. Der war ja nicht so lang, es gibt, Alter. Es gibt noch ein Bild. Aber seid da gewachsen so. Ja. Weil so im Wind geflattert. Nee, ohne Scheiß. Es gibt noch ein Bild von der Single-Party in La 2013. Da habe ich kein Bart. Da habe ich mich vielleicht auch vorher gerade rasiert, aber da waren so die ersten Versuche. Aber ab dann. Augenbrauen auch weg. Ab dann. Nackt gemacht, Alter. Echt? Ab dann habe ich angefangen, den wachsen zu lassen. Wachsen? Wackeln zu lassen. Nee, gewachsen habe ich ja, nicht, aber wachsen lassen. Ja. Du hast mir dann damals einen Song geschickt. Was war das, ja? Ja, ich bin wach kam da drin vor. Ah, ja, ja, der war aber noch fett. Also, der, also bin, ja, ja, der war nur scheiße wach. Gesungen. Ja, ja. Ja, aber wenn ich so mich jetzt zurückerinnere, das hört sich wirklich so an, als wäre es damals so die Anfänge gewesen. Nee, nee. Ich habe 2004 angefangen. Nee, 2002 habe ich angefangen. Ja, okay. Da war nicht am Film, war einfach scheiße. Sag einfach, wie das ist. Also, nee, guck mal, der Song war relativ gut, aber die Ausführung ja, war scheiße. Ich muss ja schon betrachten, wie sind so die, wie war der Stand, wie viel hast du geübt, wie fit warst du, wie viel Erfahrung. Das kommt ja alles zusammen. Ja, man drückt da so ein Auge zu und sagt, ja komm, der macht mir nicht lang. Ja, ich war damals. Erst seit 9 Jahren. Warum lachst du? Ich war damals noch nicht so in dem Hip-Hop-Ding drin. Früher war ich gar kein Hip-Hop-Fan. Aber du hast mehr so Metal, ne? Ja, Rock und Metal, aber ich bin noch so mit den Klassikern so 80er, 90er, 2000er Musik groß geworden. Und so Spice Girls. Eurodance. Heavy Metal, ja, Spice Girls. Nee, Linkin Park, das war so der, ja, eine absolute Lieblingsband. Ich weiß nicht, ob ich in der Haut von so jemanden stecken will, weil ich auch nicht, ich will auch niemals berühmt sein. Weißt du, ich laufe hier so durch die Alt. Ich laufe hier so durch die Eifel und werde halt schon mal so von Leuten angesprochen, so, ja, weil ich halt hier so in der Gegend auflege, aber wenn ich so, keine Ahnung, nach Köln oder Berlin rumlaufen würde und da kämen alle paar Meter einer, da würde ich denken, ey, lass mich in Ruhe. Ich will mal zu mir sagen, so, keine Fotos. Die, so, ja, aber die haben kein normales Leben. Nee, nee. Also ich glaube auch so nach dem 20. hast du auch keinen Bock mehr. Ja, also einfach dein Eis essen. Das ist eine Sache, die ich mir krass vorstelle, aber jeder sagt eigentlich, dass das ist voll nervt. 2019 haben wir uns dann auch in Trier getroffen, so. Da, wir sind erstmal noch nach Trier in den Club gefahren, weil es um das Musikvideo. Ghost. Ja, ja, wir sind, es ging um eine Location für ein Musikvideo. Mhm. Und ich habe da ja einen Club so aufgelegt und habe gedacht, ey, passt doch. Ja, ja, das war auch geil. Genau, das war die Radio-Zeit. Wir wollten ja ein Video drehen zu, ich glaube, El Capitan war das. Und das haben wir dann später in der Kajüte gedreht. Eine der letzten Partys, bevor Corona kam, das war hier im Heizwerk in Bitburg, nicht weit von uns hier. Da habe ich den Song El Capitan das erste Mal gespielt. Nein, guck mal, für uns war das ja einfach nur, Alter, einfach mal einen Song irgendwo von einem DJ spielen lassen, mit dem wir auch Kontakt haben. So. Das war einfach schon das Highlight. Oh, ja. Alter, das hat gar keinen interessiert, ob der Song da läuft. Ja. Das hat da keiner mitbekommen. Es ist heutzutage, ist es schwierig. Ja, das. Aber man versucht es ja irgendwie doch mal reinzubringen. Ja.
Naja, aber es war ja trotzdem eine coole Sache. Ich meine, man hat es probiert. Wir haben eh hier ein schwieriges Publikum, Alter. Wir sind hier in der Eifel, Junge. Ja, du weißt am allerbesten, keiner die Leute gönnt sind. Einem irgendwas. Ja, das ist so, was der Bauer nicht kennt, das frisst nicht, Alter. Ja, sorry, es ist leider so, Alter. Die Leute ist sind hier nicht sehr offen gut für neue Sachen. Diese Sturheit, die hat gute Seiten, hat auch schlechte Seiten. In unserem Fall, im künstlerischen Falle, ist es schwierig, die Leute zu erreichen, weil die sind nicht sehr offen für neue Leute. Die sind nicht offen für neue Dinge und auch nicht für Sachen, die noch keinen Bestand oder einen Wert haben. Ja, das ist wie ich eben schon gesagt habe, so, weißt du, wenn die Kids, die machen Sachen nur mit, wenn die schon erfolgreich sind, weil die sich damit schmücken, weißt du, es ist wie so, wen hörst du so, dann sage ich den, der am berühmtesten ist, damit der andere denkt, ich bin up to date und bin hip und... Ich will jetzt im Mainstream sind oft so, einfach so Sätze zusammen... Kolumbien, Koks, Marihuana... Ja, irgendwelche Sätze, am besten noch gucken, dass es ein bisschen reimt und ihr habt vorhin über Spotify gesprochen, am besten nur so 2 Minuten... Mittlerweile anderthalb. Am besten anderthalb Minuten. Oh, nee. Am besten direkt für TikTok. Dann ist bei uns erstmal der erste Hook gelaufen, wo noch nicht mal Harmonien drin sind. So. Wenn ich jetzt... Die Hook kommt vor dem Part und dann ist das Lied zu Ende. Ja, ja. Aber ist geil. Find ich gut. Es ist halt so. Weißt du, ich finde auch, es ist nicht hilfreich, sich darüber den Kopf negativ zu zerbrechen. Es ist einfach, wie es ist. Du kannst dich entscheiden, mache ich mit oder mache ich so, wie ich will. Und gehe einfach das Risiko ein, dass ich vielleicht damit nicht so viel Erfolg habe, aber vielleicht, wenn, dann nachhaltig. Vor allem, du kannst dahinter stehen, weil du genau das gemacht hast, was du machen wolltest und nicht irgendeine Note von irgendeinem Label bist. Nichts gegen die Labels, aber die haben halt ihre Vorgaben. Entweder machst du es so, wie es denen passt oder... Ja, weil du musst... Okay, das hört sich auch so negativ an. Ich kann es 100% verstehen und ich kann auch dahinter stehen, weil du ja sagst, guck mal, du darfst es nicht anders sehen, wie als würdest du bei einem Investor gehen. Der gibt dir ja Geld für das, was er gut findet und für das, womit er Geld machen möchte. Wenn du hingehst und sagst, hey, ich will Geld für eine Country-Platte und er sagt, ja, okay, ich will Country-Platte haben, ist ja alles gut, weißt du, was ich meine? Das ist ja, was ich eben gemeint habe, das ist die Business-Side. Ich habe jetzt nur von dem Release, von dem Erreichen an sich gesprochen. Ja, ich habe jetzt gar nicht mal an Geld gedacht. Aber ich glaube, es hängt immer von deiner Integrität ab. Was willst du? Willst du Erfolg um jeden Preis? Dann lass dich an der Hand nehmen, weil da sind ja Leute, die es schon geschafft haben, weißt du? Wenn es jetzt nicht darum geht, dass du sagst, ich will mich verwirklichen, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Ich habe diese beiden Wege für mich bestritten und ich habe für mich gemerkt, so dieser Weg, mich leiten zu lassen und einfach blind zu vertrauen und zu machen, was ich nicht fühle, ist für mich nicht der Weg. So, ich kann es nicht. Und das auch jetzt mit der EP jetzt. Alter, ich kann hinter jedem Track stehen. Vor allen Dingen jetzt, nachdem wir auch die Sachen nochmal finalisiert haben. Ich habe jetzt heute im Auto nochmal Flash und Bubble gehört. Die sind ja im Moment so der finale Master. Bei den anderen habe ich schon angefangen, aber da fehlen ja noch Vocals. So, und wenn ich höre, was bei Bubble los ist, wie die Hooks sich aufbauen oder bei Flash oder auch bei Fever Love. Alter, das ist für mich so, ja, endlich wieder Mucke, wie ich die gewohnt bin, wie ich die liebe. So, die, weißt du, nicht so, okay, die Hook ist so, die bleibt immer gleich, da verändert sich nichts, außer vielleicht mal tschö, Bro, weißt du, da tut sich nichts. Also gut, Alter, Luciano, der ist erfolgreich. Muss man. Ich war jetzt Luciano und angreifen, war super schicken. Ja. Verstehst du, das ist so, da tut sich wieder was. Das ist Musik, wie ich die liebe und wie ich die kenne, auch vom Aufbau, von der Struktur her, ob das jetzt das Beste ist, ob die Leute darauf abgehen. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Das von Bro, ich glaube, für die Guttuung ist auch, dass ihr alles selber macht. Dass ihr nicht irgendwie auf Beats warten müsst von irgendwelchen Leuten. So, die Verlässlichkeit ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema. Warum du oder ihr alles alleine macht. Ich lasse alles selber. Oder zum größten Teil. Ich habe noch mindestens 3 oder 4 Songs da liegen, die wirklich sehr gut sind. Die wirklich sehr gut sind. Ich warte seit 1,5 Jahren auf den Beat. Boah, was soll ich dir zu sagen? Zum Beispiel, so vom Produzieren. Was könnt ihr alles machen? So Videos, aufnehmen, mixen, mastern. Was könnt ihr alles? Was kann man bei Nautica bekommen, alleine machen, also, wenn du da hinkommst? Der kann Töner kennen mit seinem Ultragehör. Der ist ein Fledermaus. Ich habe irgendwann über die Lehrgänge, die Prüfung, die ich gemacht habe, herausgefunden, dass es dafür auch einen Begriff gibt. Autismus. Ja, das ist sowieso mit drin. Mit Wahlen geschwommen. Ich glaube, viele Künstler haben damit zu tun, aber es ist ein absolutes Gehör. Das heißt, wenn mir jemand einen Ton vorspielt, kann ich direkt sagen, welcher Ton das ist. Wir machen direkt einen Test. Ich habe es auch schon geschafft, eine Gitarre Alles gelungen, zu 99% genau zu stimmen.
hab's dann mit dem Gerät kontrolliert. Und was ich damals halt nicht wusste, dass das scheinbar nicht jeder kann. Und dass es dafür eben einen Begriff gibt. Wie, du kannst das gibt. Nicht? Du Opfer. Ja, für, weißt du, für mich war das einfach normal. Ja, ja. Und du denkst ja, jeder Mensch ist doch gleich, alle zwei Ohren, zwei Augen. Ich wusste auch nicht, dass ich Autismus habe. Mach dir nichts drauf. Der hat das safe auch. Ich weil auch. Du musst auch überlegen, wer setzt sich überhaupt hin und versucht hat. Weißt du, was ich meine? Oh ja, ist so. Stimmt. Ich hab halt so, ich will der, weißt du, wie bei Pokémon, ich will der Allerbeste sein. Keiner von mir war. Oh, ich hab grad gedacht, hinten steht das, einer, Alter. Ja, wir müssen ab nach Hause. Das fing mit dem Keyboard Piano fing das an, dass ich einfach so die Melodien aus Liedern gespielt habe und dachte, ja, das ist halt normal. Und so beim Lehrgang hat dann der Dozent dann gesagt, so, ja, hier so und so, da gibt's halt Leute, die haben so ein absolutes Gehör, die können dann die Töne genau hören. Und da saß ich da und ich da so, ich glaube, das ist bei mir. Ich glaube, ich bin behindert. Dann hat er paar Töne, ja. Da hat er ein paar Töne gespielt. Ja. Und damals war es noch so, ich muss die Töne schon mal gehört haben und mir dann behalten, wie die sich anhören. Ja, ja. Wenn ich ja, den jetzt zum ersten Mal hören würde, dann könnte ich jetzt nicht sagen, das ist der und der Ton. Mhm. Aber so bis auf manche Töne hatte ich dann alle ziemlich gut drin. Mittlerweile ist überhaupt kein Problem mehr. Welcher Ton ist? Bing! Das war mehrere, das war so ein bisschen so Bing! Guck mal das. Und jetzt, aber also, guck mal, so ein, für mich ist das so, ein Jackpot, Alter. So ein A oder Ass. Ja, aber was kannst du alles damit machen? Das hilft auf jeden Fall viel, wenn ich jetzt wirklich genau die Töne aus Liedern raushören will, zum Beispiel bei der Coverband, könnte ich dem Gitarrist oder dem Bassist sagen, das sind die und die Töne. Das spart viel Zeit. In seinem Fall hilft es. Boah, hart, Alter. Ja, ich meine, du hast ja auch Autotune so ein bisschen, aber... Nein, guck mal, das Ding bei mir ist ja, guck mal, wenn ich eine Demo mache, dann knall ich schnell Autotune drauf, um einfach den Prozess nicht zu unterbrechen, damit ich kreativ bleiben kann, ja? Okay. Später im Endgang hast du ja gesehen, wenn ich dann hingehe und Töne klette, ja, dann für mich, ich höre, ob das richtig ist oder nicht. Ich kann dir aber nicht sagen, was das für ein Ton ist. Ja, das heißt, ich muss rumprobieren. Mhm. Während der direkt sagen kann, das ist ein B minor, weißt du, keine Ahnung. Ja, oder den einen halben Ton höher oder genau. Einen ganzen Ton höher. Ich muss suchen, das heißt, der erspart mir richtig viel Zeit, wenn er dabei ist und sich das anhört. Ich muss den einfach nur fragen. Und deshalb, was ist das für eine Tonart vom Beat? Damit ich weiß, wie ich den Audio-Tune einstellen muss. Das ist für mich, weißt du, das alles, was im kreativen Prozess ist, alles, was den kreativen Prozess unterbricht, ist negativ, weil du musst wie ein Auto, du musst erstmal anfahren. So, und bis du im Schwung bist. Und wenn du jedes Mal da rausgerissen bist, deswegen geht der ja raus. Beim Schreiben. Ja. Weil ich bin laut. Also ja, ich renn bei rum dir und so. Kann ich auch nicht schreiben. Ja, weil, aber ich kann das da alles ausblenden. Dazu fahren, so, der kann das zusammen. Gar nicht, deswegen geht der raus. Ja. Aber wenn mein Kreativer... kann ich manchmal noch schlechter. Weil für mich ist das auch voll so, wenn ich am Schreiben bin, ja? Oder sagen wir mal, wir sitzen hier und wir wollen jetzt einfach von null was anfangen. Einer fängt an, mit Gitarre zu machen. Bro, und ich catch die Vibe. Geil, mach einfach weiter. Was auch immer du machst, mach weiter. Aber red nicht mit mir. Ja, du kannst so den Beat so 8 Stunden hören. Ja, ja, gar kein Problem. Ich gar nicht. Ich krieg schon ein zu viel, wenn du ab und zu mal am Video schneiden bist und ich sitze da 10 Minuten daneben. Du selber. Aber der Master doch mal auf. Ja, ja. Soll ich mal dieses... Ich bin... Ja. Ich bin da voll in Trance. Ich glaube, das ist so ADHS oder sowas. Ja, ich glaube auch. Aber das ist das, Alter. Das ist für mich sehr, sehr hilfreich. Aber guck mal, weil du gefragt hast, was können wir alles machen? Theoretisch... Alles. Also guck mal, das ist ja immer eine Frage von Stil, ja, ein Videograf, jeder hat seinen eigenen Stil, wie beim Songwriting, wie beim Coverart, jeder hat seinen Stil und theoretisch können wir von A bis Z alles machen, bis auf Beatproduktion, da sind wir jetzt noch nicht, nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich kann das mit Selbstbewusstsein sagen, dass wir das anbieten, das nicht, aber wir können Musikvideos machen, ja, Studiovideos oder halt auch, keine Ahnung, richtige Musikvideos mit Stories. Wir können also eigentlich alle Art von Filmerei bis Kurzfilme und so weiter, das würde ich mir zutrauen zu sagen, ja, das können wir machen. Fotoshootings komplett. Fotoshootings, gag, auf jeden Fall. Also da fühle ich mich, ja, bei Fotoshooting und generell Fotos fühle ich mich sehr sicher, weil das auch, weißt du hast halt nicht wie beim Film, die Bewegung fehlt. Das heißt, du kannst alles gut abschätzen, du kannst alles in den Rahmen setzen. Wenn du dich einmal falsch bewegt hast, dann ist der Shot im Arsch. Weißt du, dann wirkt das nicht mehr. Fotografie fühle ich mich sehr sicher. Coverart. Coverart auch auf jeden Fall. Also Songwriting ist mein Steckenpferd. Also ja. Mach ich am allerliebsten.
So, und ich glaube, da bin ich auch am besten drin von allem, was ich so mache. Okay, du hast studiert. Was? Ja, aber nein, auch davor, Songwriting. Guck mal, der macht so ein, der macht einen Beat an, so 10 Minuten oder so, da ja, hat er eine Hook. Nicht mal, Bro. Ich habe letztes Mal, wo wir Songwriting Camp hatten, ich war keine 10 Sekunden in dem Raum drin, da hab ich eine Meldung gehabt. Der fängt direkt mit dem Beat an. Ja. Also, das ist aber auch nur wegen Routine. Ich merke, dass wenn ich jetzt mal so 3-4 Wochen gar keine Mucke mache, dann dauert es auch länger, bis ich anfahre. Aber wenn ich so drin bin, wenn ich so regelmäßig alle paar Tage irgendwas mache oder auch viel singe, gar kein Problem. Mm. Mach mir ein Beat an. Wenn da dieser Funke, wenn der Funke da ist, dann rollt. Weil das auch, wenn wir sitzen oder so, wir gehen Beats durch, ich kann eigentlich innerhalb von 20 Sekunden, ja, habe ich direkt die Hook. Du hast bei jedem Beat was eigentlich. Ja, ja. Ob es geil ist, ist eine andere Frage, aber so. Ja, aber so ein Anfang ist schon mal da. Ja, ja. Guck mal, wie gesagt, jetzt auf die EP bezogen, du hast ja im Endeffekt mit uns den Feinschliff gemacht. So die letzten 10%, die das Ding wirklich rund machen, wo man sagt, okay, jetzt ist es keine Demo mehr. So, und das ist das, was auf jeden Fall, wie Basti schon sagt, einen riesen Mehrwert gebracht hat, Alter. Und ja. Dankeschön. Ja, ist so. Ist so. Ja, wenn ich so die ersten Versionen höre, die habe ich ja noch, und dann die andere im Vergleich. Hat schon was getan. Schon ein war krasser schon richtig Short. Ja, ja. Der war schon richtig Müll, Junge. Ich meine, du hast ja noch mehr Songs. Ich glaube, ich habe mittlerweile bei so 10 Songs so Harmonies eingesungen. Ja, ja, safe. Oder ich habe sie eben so vorgesungen und du singst sie dann einfach mit deiner Stimme dabei. Mhm. Ja, ich war jetzt lange meiner Stimme jetzt nicht so zufrieden, aber mittlerweile denke ich so, weil wenn du was einsiehst und hörst und deine Stimme so, denkst du, oh, wie höre ich mich denn an, ey? Ja, ja, das aber, ist aber mittlerweile ist das so, ja, ist okay. Wenn man so macht, hört man, wie die anderen dich hören. Mhm. Hast du bei TikTok gesehen, oder? Ja, ja, Mann. Seitdem wir das hier, also vorher haben wir das immer so gemacht, du hast mir auch vorher schon Harmonies gemacht, aber die habe ich dann später wieder eingesungen. Ja. Bei diesem Projekt hier war das ja auch überflüssig, weil es hat ja gepasst. Ey, wo war es? Bei Flash? Oh, Alter, mein Programm war so am Sterben. Guck mal, Flash hat bei mir schon, ich glaube, 87 Spuren. Und du musst überlegen, auf jeder Spur ist was drauf. Also der Computer, stell mal vor, der hat das teilweise nicht mehr, ich konnte das Programm einfach für 3 Tage nicht mehr öffnen. Der Beat, das Projekt, der Beat ist auf eine Spur, ne? Ja, ja. Oder der zwei. Beat, genau. Stereo. Das ist nur der Beat, weil ich ja keine Trackouts habe. Ich habe nur den Beat als Wave. Das heißt, du hast Beat eine Spur und alles andere sind Vocals, Alter. Da sind teilweise, da hast du auf der Hook hast du, da ist allein die Hook schon 40 Vocals, Alter, so die da drauf sind, die du nicht hörst. Da hast du, weißt du, du hast die Main-Spur, dann hast du die Doubles von der Main-Spur, dann hast du die Oktaven, dann hast du die Harmonies, dann hast du die Adlibs und auf die Adlibs kommen auch nochmal Harmonies. Und dann vielleicht noch 3-4, die einfach nur gemutet sind, weil wir gedacht haben, ja, genau, war zu viel. So, ja, ja. Ja, wir sind oft an dem Punkt, wo wir dann denken, ja, ist jetzt mal gut vielleicht oder... Zu viel. Ja, man probiert und dann am Ende ist die Entscheidung, was ist gut für den Track. Was brauchen wir oder was brauchen wir nicht? Ja, weglassen kann man immer noch Sachen, aber wenn wir gerade dabei sind, ey, komm, lass einfach noch gerade mit aufnehmen, dann schauen wir. Du hast safe irgend so eine Art von Autismus. Nee, Bro, ohne Scheiß. Nee, weil guck mal, der hört sich die Sachen richtig an. Musst du überlegen, der geht hin und der trennt die Sachen voneinander in seinem Programm, damit der hören kann, was ist jetzt in den Beats los, was ist in den Vocals los. Und du musst überlegen, gell, wo man da so sitzt und sagt, Alter, das komplett auf Autismus, nee, aber guck mal, du musst überlegen. Du fragst dich, boah, hat der nichts Besseres zu tun? Aber nur aus dem Grund kann er die Sachen überhaupt machen, die der macht. Weißt du, was ich meine? So, deswegen, jeder hat so seine komischen Macken, die aber dann irgendwie funktionieren. Ja, ich habe bestimmt krass, wie verschieden die Leute sind. Ja, ja, ich habe bestimmt die Songs abläuft, ich das an. Muss ich so machen. Ja, geil. Keine Ahnung, was da überhaupt passiert ist. Guck mal, das ist krass. Der hört sich sowas an. Du schickst mir so 2 Songs, wo wirklich so die Hälfte anders ist. Und ich höre nicht, was da anders ist. Ich sage ihm das immer. Harmonies dazu kommen, das höre ich schon mittlerweile. Ja, da kriege ich hin. Aber so, der Rest juckt mich. Ja, du kannst dein Gehör schon ein bisschen schulen. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn du es nicht kannst, dann kannst du es auch nicht lernen. Wie mit dem absoluten Gehör. Das kann man auch gewisserweise antrainieren. Wenn man Autismus hat, Leute. Ich kann so jetzt halt schwer in den anderen Menschen hineinschauen. Aber... Ja, das ist auch immer Connection zwischen, guck mal, hören und reproduzieren sind ja 2 Sachen. Also hören und singen ist ja zwei verschiedene Sachen. Das kann sein, dass der die richtig gut hört, aber der kann die nicht singen. So, das habe ich ja auch voll oft, weil ich ja auch alles aus Gefühl mache. Ich höre die Sachen, ich weiß, was ich machen will, aber ich kriege das manchmal nicht so raus, wie ich das will. Und dann muss ich fummeln gehen. So. Mhm. Okay. Ja, so wie die Frage vorhin bei dir. Ja? So voll total Absturz mit der Frage vorhin. Aber bei so, weißt du, du kannst eine Fähigkeit, kannst du als Krankheit sehen, so Autismus oder so, aber du kannst auch denken, ist das einfach eine Fähigkeit, Wunder, wo du einfach nur rausfinden musst, wofür kannst du das perfekt nutzen?
Ja, und vor allen Dingen, das Ding bei dir ist ja auch, das ist ein sehr ungewöhnliches Ding. Also ich kenne niemanden, der das so kann. Und dann wirkt das halt immer ein bisschen verrückt und ein bisschen, deswegen mache ich ja Scherz und sage, der hat Autismus und so, weißt du? Aber weil das für mich so ungewöhnlich, außergewöhnlich ist, dass ich darüber verwundert bin. Wir finden Autisten toll, also sind falsch verstehen. Jetzt müsste man das sagen. Ist gut, Basti, gell? Wir machen am Ende einen Disclaimer. Ja. Ich distanziere mich von allem, was Basti sagt. Ey, so schlimm habe ich es gar nicht. Gruß an die Deutschen. Ja, an sich können wir ja alles aufnehmen. Jetzt schäme ich mich ein bisschen, ne? Wenn die dich sehen. Basti! Wenn die dich jetzt sehen. Wir werden auf jeden Fall noch... Der kriegt ja so Spacken, Alter. Wir werden auf jeden Fall noch... rot wie eine Tomate. Ja, ich schäme gerade. Ich will nicht, dass die das sehen und denken, ich bin Hurensohn. Also kann man im Großen und Ganzen sagen, da wird noch mehr von euch kommen. Zusammen. Also ich würde sagen, wir hoffen auf jeden Fall jetzt erstmal, dass unsere Promo gut läuft. Dass reichlich Leute hören. Oder sagen wir mal so, dass es auch genügend Leuten gefällt. Ja, wäre cool. Wenn es aber nicht so ist, wie gesagt, ist mir auch komplett scheißegal. Dann ist das so. Ich mache die Mucke ehrlich gesagt nur für mich. Uns gefällt's. Ja, genau. Also wie gesagt, ich kann hinter diesem Produkt wirklich stehen und sagen, ja, geil. Also es ist nichts, wo ich sage, aber, gibt kein Aber. Fette Tracks, von vorne bis hinten. Es ist jetzt nur noch Geschmackssache. Du kannst nicht sagen, scheiße, du kannst sagen, gefällt mir nicht. Das kannst du sagen. Wenn du so trotzdem sagst, scheiße, dann lügst du. Da weißt du Bescheid. Wir hatten vorhin mal drüber gesprochen, bei irgendeinem Beat von eurem Song, da war wohl, hat wohl der Producer irgendwas reingemacht, irgendein Sample. Ist alles geklärt, kommt hoch, alles cool. Wo es ein bisschen Probleme gab. Also ich meine... Nee, das ist nicht cool. Leben ist dann immer online. Geht nicht mehr. Ach so, Leben? Ja, ja. Ja, der war eh zu asozial. Also ich finde es ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob derjenige das damals wusste. Aber falls ja, finde ich es schon eine Frechheit, dann dafür noch Geld zu holen. Und dann muss der Künstler noch gucken, wie er damit klarkommt, weil er jetzt da scheinbar Probleme gibt. Du musst das so sehen, guck mal, dass die Producer gehen hin und die bauen Beat. Die klauen irgendwo ein Sample manchmal und sagen, ja, scheiß drauf. Guck mal, was die verkaufen, ist ja nur ihre Kreation, was die damit gemacht haben. Die verkaufen dir nicht die Rechte an dem Sample. Das ist aber das Ding, was du denkst, ja, an all die jungen Musiker da draußen. Hört zu, wenn ihr euch ein Beat liest, dann kann es immer noch sein, dass ihr die Sache nicht hochladen könnt. Weil wenn der Producer ein Sample benutzt hat, was nicht geklärt ist, wo er keine Rechte zu hat, dann seid ihr... So, könnt ihr nicht veröffentlichen. So, und das Problem ist nämlich, guck mal, du kannst ja auch... Gehst auf Beatstars, holst dir ein Beat. Du kannst den Beat kaufen, exklusiv von dem kaufen. Bezahlst ihm 3.000, 4.000, 5.000 Euro, je nachdem, was auch immer der haben will. Und dann musst du noch dich da melden, weil das steht auch in den Leasing-Vertrag drin oder in den Exclusive-Vertrag drin, dass er keine Rechte hat an diesem Sample, was er benutzt hat. Das heißt, du musst jetzt gucken, woher hat er den Sample, und dann musst du dich da melden und musst den auch noch... Irgendwo findet man das? Boah, das kann ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nicht vor, Alter. Mit Fremdsachen ist immer die Frage, woher hat er das? Das ist ja auch bei Video- oder Foto-Footage, so Stock-Zeug. Ja? Du weißt ja nie, woher ist das Zeug. Dann darfst du nachher doch nicht. Dann hast du dich hingesetzt, hast dein ganzes Projekt darauf aufgebaut und dann geht nicht hoch. Weil guck mal, weißt du, jetzt haben wir eine EP gemacht und Stand jetzt wissen wir ja gar nicht, gehen alle Songs überhaupt hoch? Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Was dann noch geil wäre, habe ich auf jeden Fall vor mit euch nochmal so einen Live-Auftritt. Ich meine, in Trier... haben wir eben schon geredet. Der will ja gar nicht mehr. In Trier, das... Also nicht gar nicht eigentlich mehr. Mit jetzt auf einmal doch. Nee, so Flash und so nicht. Ach, mit den Songs waren wir, Entschuldigung. Ja, du musst auf jeden Fall, also in der Branche musst du dich selber schützen und da musst du auch manchmal einfach wirklich die Business-Side sehen, weil das ist immer so das Problem. Du gehst ja hin mit einer Emotion. Du machst Musik ja aus einer Emotion heraus. Trauer, Wut, Freude, was auch immer, weißt du. Und dann musst du auf einmal eine Emotion, die ja irgendwo ein Gewicht für dich hat, auf einmal voll kalt behandeln und sagen, so, das ist mein Produkt, das ist jetzt ein Glas. Ich will nur dieses Glas verkaufen. Ich glaube, das ist dieser Spagat, der... Das ist Salami. Den kriegst du nicht, kriegst du nicht hin. Kauf diese Glas. So, keine Ahnung. So. Das ist schwierig für mich als Gefühlsmensch. Ja. Aber Autisten haben das immer nicht so leicht. Ja, die kommen mit Gefühlen. Die haben da Probleme. Es gibt halt Sachen, die genau kann man und es gibt Sachen, die muss man lernen. Ja, so ist es. Wir fahren jetzt gleich zu Meckes. Smart Menü im Eckes. Aber ich will nie wieder Chicken. So, Alter, ich schwöre, du fuckst so meine Fitness ab, Alter. Ich bin seit Tagen wieder... Ey, der holt mich ab und holt erstmal so ein Eis. Ey. Guck mal, und jedes Mal, wenn ich hier bin, da sagt er, am Ende müssen wir immer zu McDonald's gehen, zum Feiern. Gestern war zum Feiern, weil wir haben die Videos zu Ende gedreht. Ja. Heute ist zum Feiern, weil wir sind fertig mit Drehen, komplett.
Also ich habe noch Gemüse. Zwei Smart-Menüs. Scheiße, ja, Gemüse ich raus. Bei Mac ist jetzt auch ein Salatblatt drauf. Und Tomat, geil. Oh, sorry. Ja, beim TS. Royal TS. Ja. So. Aber Schlusswort. Wir haben viel gelernt, wir werden auch noch viel lernen. Ja. Wir kämpfen zusammen. Nicht nur so künstlerische, sterben. Sondern auch was persönliche Sachen. Nachdem die geheiratet haben. Bad Boys for Life. Ja, also ich glaube, wir lassen uns jetzt einfach mal, wir haben genug geschwallt. Erstmal kommt die Hochzeit mal, von den beiden. Ja, dann wollen wir erstmal wir lassen uns jetzt mal überraschen erstmal, wie die Sache ankommt. Wenn einer schwanger wird, dauert das alles nochmal ein bisschen. Ja, Basti ist schon schwanger, der weiß, wie ich das anfühlt. Jetzt wird ein übermütig, gell? Komm, Chris, gleich dein Burger. Wolltest du dein F-Wort sagen? Nee. Was wolltest du sagen? Nix. Sag nochmal. Bin Kaktus. Ja. Ja. Alles klar. Genau. Werbung. Teilt, liked. Schreibt uns auch gerne persönlich. Ich höre immer sehr gerne, was ihr zu sagen habt zu den Tracks. Wenn die Deutschen uns einladen wollen, sprecht uns auch gerne an, wenn ihr uns persönlich trifft. Weil ich bin so der Fan von der solchen Gesprächen und nicht so über Handy oder keine Ahnung. Genau, Dean stellt auch gerne im Mittelpunkt. Gar den nicht. Könnt ihr immer gerne für Fotos fragen. Der liebt das. Nee, gar nicht. Nein, leider gar nicht. Doch. Nee, aber nee, klar. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback, wenn einer was zu sagen hat. Gerne auch Kritik, alles cool. Solange ihr euch benehmt, gell. Machen wir ordentlich, gell. Ja. Generell darf ja jeder seine Meinung sagen. Ja, klar. Generell, ja. Das war unser Q&A mit unserem Moderator Eric Pancilius in den Nautica Studios und wir sind Yes Sir. Mit DJ Key Mass. Ich hab gedacht, der sagt auch was, gell. Der macht einfach nur Faxen so. Ich hab gedacht, der bringt jetzt auch noch was rein, gell.